Oh! Hey, Mann! Was droht sich hier zu? Was haben wir getan? Wir schufen einen Homunkuli. Wir haben uns vergangen an der Schöpfung und ich selbst habe mitgetan. Aber auf meinen Schultern liegt die Schuld. Oh mein Gott! Wer kann diesen Wahnsinn stoppen? Wer kann diesem Treiben Einhalt noch gebieten? Nur einer vermag dies. Nur der Hochdrobigste der Obigen. Nur der Vater in der Höhe. Der Vater, du Hochdroben auf den Himmelszelt. Erhöre meinen flehentlichen Schlag. Du, ganzhaft ohne Zweiter. Du, siamesischster aller Einlinge. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Ich hab so ein Hals schon vorarbeitet, ey, ja. Aber wenn der Kurze ruft, dann könnte ich mal. Alles klar, hier Schularbeiten gemacht, alles mit dem Schritt, hä? Was läuft? Was hast du für Probleme, oder? Nun, ich bin überrascht, und dich so hast du dich jetzt sehen. Überhaupt, was trägst du da im Gesicht? Was ist das für ein talibanöses Gesicht? Sie spritzt sich fit mit Morphium und so starken Pestiziden. Nur du kannst ihnen helfen. Ja, ich komme gerade von G5. Da treffe ich mich mit dem Shiva, mit dem Buddha. Fahr ich immer zum Shiva. Ja, kommst du in den Buddel. Nee, Humor und der Götterschke, kaputt. Dann treffe ich mich noch mit dem Allah und mit dem Jehova. G5 halt, oder? Ja, ich sag mal so, der Jehova geht mir ein bisschen aufs Schwein. Ja, da klingelt manchmal früh um 5 und fragt mich mit auf seine Achtung. Hey, ich sag Jehova, du musst doch hüpfen, oder? So ein Kunde. Aber, ja, das ist so harmlos. Da sag ich zu dem Anna, du sag mal, Anna, tut das not, dass ich deine Schäfchen in deinem Einzugsgebiet jetzt hier so gegenseitig wegmachen? Ich soll zum Dezimieren, sagt der Anna, nicht du. Was soll ich machen? Die Schäfchen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Früher, da haben die ganz normal geklopft und haben den Vater gefragt und die andere Tochter. Und heutzutage wird keine Frau mehr geheiratet, wenn vorher nicht die Familie weggerotzt wurde. Das ist normal. Da kann ich gar nicht machen. Ich darf es fragen. Und ich will doch gar nicht mehr machen, sagt der Alain. Ich sage, ha, Alain, das verstehe ich doch. Mensch, ey, weniger Schäfchen, weniger Arbeit. Alte Gottesregel Nummer 1. Ich hab's doch damals genauso gemacht. In der Reformation. Da hab ich dem Luther gesagt, komm Luther, wir fackeln mal was ab gemeinsam. Und dann gab's 30-jährigen Krieg und hab lange darüber hinaus viel Ruhe gehabt. Das sag ich zu dem Allah, jetzt Allah hoch drauf. Ist das jetzt so? Tut das jetzt auch nicht, dass deine Schäfchen jetzt in mein Einzugsgebiet reinkommen? Ich sage, ja, du musst ja mal an meine Schäfchen denken, ne? Die sitzen da in ihrem Garten und sagen, ja, ey, ja, wenn ich vor meinen Radiesen sitze, da will ich nie noch ein Mäuzchen blägen, ja. Wir gehen schon die Kirchenglocken aufs Schwein. Und dann die anderen Schäfchen sagen, ah, Rechtsradikal! Da sagt der Schäfchen, nee, ich bin kein Nazi, ich bin bloße Gärtner. Da sagen wir mal so, ich bin ja Gott. Ich erfahre ja hier oben zuletzt, was dort unten abgeht. Ich weiß aber eins, Nationalsozialismus und Kleingärtnerei müssen sich nicht zwingend ausschließen. Es kann aber auch durchaus sein, die Möglichkeit muss man mit einschließen, dass der Gärtner, sagen wir mal so wie so ein Bär, ja, der sitzt vor seiner Höhle und sagt, Tiere des Waldes, folgendes der Sachverhalt, ich hab nicht gegen euch, aber meine Höhle bleibt erstmal für mich. Ja. Den Bär würde jeder verstehen, den Gärtner halt nicht. Ja, aber sag mal, ja, apropos Rechtsradikal, ist auch ein bisschen mal ein schöner Witz. Was ist denn Hitler im Koffer? Der Reiseführer.
macht man Uhu haram. Die lachen sich tot. Hab zwei Mühlen noch Fresse. Was sagt Frau? Nee, aber jetzt Gott, jetzt mal die Gegenfrage. Du, das nur, dass deine Schäfchen jetzt gegen meine Schäfchen jetzt hier Hogesa-mäßig, dass sie jetzt hier. Sag mal, Alter. Wenn jahrelang ungestraft ein paar Verrückte rumblägen dürfen, tötet alle Ungläubigen, dann darfst du dich nie wundern, wenn irgendwann ein paar andere Verrückte kommen und rufen, tötet alle Gläubigen. Das musst du nie gut finden, aber es ist logisch. So, sagt der Aller, ja, aber du, Gott, dieses IS-Terror und hier Frauenfeindlichkeit, ja, Gleichberechtigung, Gewalt, das hat doch nicht mit dem Islam zu tun. Ich sage Aller, jetzt machen wir einen Punkt. Das hat nicht mit dem Islam zu tun. Ja, womit hat's denn dann zu tun? Mit Rügner Fischpaste oder mit Hizbut Aue? Das sind Probleme, da stehst du da. Gegen die sind doch deine Probleme geborene Koala-Kacke. Mensch, musst du selber mal, was würdest du denn machen, wenn du, musst du selber mal vorschlagen, was würdest du denn machen, wenn ihr Elaster unter Wasser ein paar Birnen verliert? Jetzt hab ich raus. Ich spüre genau, was sie gemeint ist. Meine Probleme, die sind ja nicht von Belang. Na, dies ist schon nicht wichtig. Ja, der feine Herr, der darf hier stehen, der darf tiraden, der darf reden, der darf jammern, der darf nörgeln. Darf reden über Bären und Schäfchen, über Gläubige und Gärtner. Wisst ihr, ich differenziere nicht. Für mich ist alles eins. Für mich sind all dies Menschen. Ich meine, wir alle sind doch Menschen. Ich meine, und der Rest sind Schäfchen, aber... Dies genügt führt zu nichts. Wisst ihr dies? Denn wie steht schon geschrieben in der Heiligen Schrift? Psalm 3, Vers 4, dort steht, das Leben ist kein Ponyhof. Nein, wisst ihr, ich habe auch Probleme, jedoch ich löse sie, indem ich tatkräftig Kontakt noch habe zur Menschheit. Ich spreche mit den Menschen, ich habe den Kontakt, die schon lange verloren. Ich meine, weißt du auch warum? Du bist nicht mehr up to date. Und du bist zu offline, du bist zu unviral, ich meine, du bist nicht im Netz. Ich meine, du sitzt hier oben auf der Wolke, quasi auf der Cloud. Versuch's doch mal mit Bluetooth. Ich meine, ein moderner Weltenlenker, ein Gott aus unserer heutigen Zeit, der sollte doch zumindest von Apple sein. Gott 2.0, Upgrade, Download, Zuckertüte. Ich meine, mach mal was mit Pfiff, mach mal was auf YouTube. Laden mal einen Film hoch. Ich meine, einen Film mit Gott, den würden sich die Jugendlichen nicht nur angucken, den würden sie sich ausdrucken. Ich weiß doch, wie das läuft. Mensch, ich meine, Content generieren, das dürfte doch kein Problem sein. Erschufst du nicht die Welt? In 6 Tagen, wie ich hörte, ich meine, so sieht es zumindest auch aus. Einfach nicht ausgereift. Gerade der Mensch zur Markteinführung, viele Mängel, besonders wohl beim Weib. Dies weiß ich nur aus Gesprächen. Ich kenne mich nicht aus in diesem Sektor, jedoch, wie ich höre, gab es da viel Genörgel. Bei der Frau, der Sofa und Schalter, sein eigenes Leben. Jede Frau braucht Fleischhalter, Kochen, Sex und aus. Egal, wer dies alles nachrüstbar. Ich meine, so bilde dich doch weiter, begreife. Für Erkenntnis ist es nie zu spät. Pinocchio begriff er auch, was das aus Holz ist, was immer beim Onanieren Feuer fehlt. Und kennst du auch dein Hauptproblem? Als Gott musst du erreichbar sein für deine Schäfchen, wenn sie dich rufen in der Not in ihrer schweren Stunde. Da weiß ich sehr wohl, wovon ich rede, denn was und dass ich dich rief in meiner Not, hä? Als ich hötzte auf dem Steiße, ungeschlottert aus der Kerkenmühsal. Ich kenne Erklärungen, ich weiß, wie Porree schmeckt. Du ließ mich allein mit meiner Oma, mit ihrem Waschzwang, mit ihrem Gerufe, aseptisch kriegerlich zu sein, korentiefe Einheit bis in die letzte Phase des Polunders. Einmal pro Tag, es zieht sie mir den Scheitel. Mein Haupthals ist noch heute von der Schüttung besonders, dass der Kampf das macht. Sprachst du nicht, das werde Licht, weil du auch Hans lang gehalten hast? ich will nicht jammern, jedoch, ich gebe es zu, die Kindheit war nicht leicht. Bei mir im Kibbutz Khomeini, ich meine, geboren am 24.12., also Weihnachten, Geburtstag an einem Tag, wenn es so losgeht, ist doch schon mal Mist.
Und obendrein sollte ich ein Mädchen werden. Eine Jesusi. Und noch, ich hatte zu viel der negativen Dysphorien. Deshalb wurde ich ein Junge, ein Schnabulat, ein Büblein klein, wie ich war. Ein Dichter, ein Poet, nachts, des Heimlichs, unter der Bettdecke, da studierte ich in der Bibel und ich las im Talmud. Und die Großmutter, wenn sie mich fand, dann schalt sie mich und rief, oho, im Dunkeln, jeden Nacht, nee, im Dunkeln. Ja, welcher Quatsch. Ich meine, wenn ich weiße Musik über die Arme nicht taub. Und so ging es weiter. Erste Gedichte. Mein erstes Poem war voller Sozialkritik und unterstützte die schwarzen Sklaven im Befreiungskampf. Es ging so, Neger Nobi sitzt am Meer. Schiebt die Vorhaut hin und her. Simpel, naiv, noch voller Protest. Zum Netz und ich war nicht von Anfang an ein Christ. Bis 12 war ich Cowboy. Dann konvertierte ich zum Indianer, zum Häuptling. Häuptling, hohe Stirn, ich war ein Hühner. Ein kleiner Hühner, ein Hühnchen. Und deshalb war ich auch Opfer plumpen Mobbings. Ich war gehänselt und gegrätelt. Von Ignaz, von Stomo und von den ganzen anderen Krokodilas verprügen aus dem Säuber. Stets riefen sie, bist du nicht der Jesus, kannst du nicht über Wasser gehen? Hier, probier's doch mal, es ist nicht tief, den Händen geht's nur bis zur Brust. Der Taubstumme konnte sich das erste Mal in seinem Leben 11 Bier bestellen.